Im heutigen Video tritt mein Kameramann Jonas gegen meine Freundin Luna in den härtesten Kämpfen aller Zeiten an. 3, 2, 1, Rumble. Let's go. Der Gewinner aus diesem Duell entscheidet, was in den letzten 30 Sekunden dieses Videos passiert. Beginnend in der Steinzeit gibt es Kämpfe im Mittelalter, gut gegen böse und auch ein echtes Cowboy 1 gegen 1. Okay, Kampf Nummer 1, ich gebe euch 10.000 Gold. Oh, viel? 10.000, ja. 10.000 und wir beginnen in der Steinzeit. Was ist dein Plan gerade? Das sag ich ja jetzt nicht, sonst hört er das ja. Luna, du weißt, dass du nur 10.000 Gold zur Verfügung hast. Ja. Kommst du damit klar? Ja. Das Gold ist nicht so das Problem. Das Problem ist eher die maximalen Einheiten tatsächlich. Weil man möchte das ja auch effizient ausnutzen. Du willst ja nicht am Ende 2.000 Gold übrig haben. So, deswegen muss man da schon ein bisschen drüber nachdenken, wie man das angeht, weißt du? I'm ready to rumble, by the way. Das Lustige ist, die beiden wissen nie, was der andere spielt. Also die stellen blind auf und sehen dann erst im Fight wirklich, was der andere so für Units ausgewählt hat. Wie viele Units hast du und wie viel Gold hast du übrig? 30 und 100 Gold übrig. Okay, ich habe 27 Units und 0 Gold übrig. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe Mathe gemacht. Zählt runter. 3, 2, 1, Rumble. Let's go. Ah, muss ich auch aufbereiten. Du musst auch. Aua. Jo! Da kommen immer drei so fette Dinger, hör doch mal auf, das ist ja unfair. Einfach alles von mir platzt. Hallo? Kannst du mal deine Viecher hier zurückrufen? Kannst du doch mal so... Ja. Easy! Mann! Ja, okay. Let's go! Okay. Ich wusste es! Mathe war's! Ich dachte, Masse ist Macht, hat nicht funktioniert. Masse ist Macht, wahnsinnig. Ich sag's dir. Ja, vielleicht hatten die Mammuts einfach mehr Masse. Okay. Meinst du, die Mammuts hatten einfach mehr Masse? Luna hat jetzt Runde 1 gewonnen, damit 1:0 für einfach dich. Einfach besser, aber ich sollte den Mund nicht so voll nehmen. Die nächste Map, die wir spielen, ist Mittelalter. Okay, dürfen wir dann auch nur Mittelalter-Units benutzen? Ihr dürft auch nur Mittelalter-Units benutzen, genau. Mit einem Budget von 2.500 Gold. Junge, dann kannst du ja nur 3 Units hinstellen. Ja. Was denn? Denk dir was aus. Boah, das ist gar nichts. Halleluja. Okay. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Okay, das wird sportlich. Ich bin ready. Aber ich bin der Überzeugung, der hier, der regelt das. Das ist der King. Der King regelt das, meinst du? Ich habe nicht gesagt, der King. Ich habe nur gesagt, der King ist. Das ist der. Ja, du hast mal gesagt, dass es der King ist. Mein Games, yo. Klar, wenn da jetzt gleich ein König steht, lache ich, ne? By the way, wir haben noch einen zweiten Teil gedreht auf Lunas Channel, wo ich gegen Jonas antrete. Und wer da die 30 Sekunden von uns gewonnen hat, das seht ihr in ihrem neuen Video. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Okay, ich finde, wir haben für das mögliche Budget haben wir sehr viel rausgeholt. Ich finde, das sieht nach einem Plan aus. Meins ist auch ein Plan. Also ja, ich wäre ready. Okay, wie viel Gold hast du übrig? 0. Wie viele Units hast du? 7. Du? 14. Okay, ich bin sehr gespannt. Okay, ich bin auch gespannt, was du gebaut hast. Du hast einfach einen König mit 3 Knappen drumherum. Ich sehe es schon. Who knows? Bist du ready? Ich bin ready. Sehr gut, dann let's go. Das war's mit dir. Das ist dein Untergang. Komm, komm. Ja gut, vielleicht war der Barte doch nicht so der Call. Ich dachte, er wäre der King. Ich dachte, er macht das. Wer ist der King? Der Barte. Oh, ja. Ja, let's go. Nein! Okay, Jonas ist jetzt schon 2:0 hinten, muss also die nächsten Runden aufholen, weil sonst wird's knapp mit dem Sieg, sonst muss irgendwas machen. Jonas, was sagst du? Kannst du hier noch zurückkommen? Hallo, für mich gar kein Problem. Also ich mach das easy. Also noch bist du confident, weißt du? Noch bist du confident. Luna, bist du bereit für die nächste Challenge, für das nächste Battle? Ja, safe. Vielleicht mit ein bisschen mehr Budget diesmal, wäre cool. Du führst 2:0? Ja. Holst du das nach Hause? Ja, klar. Hä, warum nicht? Sehr gut. Faust. Großartig. Boah, bin ich jetzt gefriendzoned? Ja, weiß ich nicht. Wird mir stinken. Okay, aufgepasst, Leute. Wir spielen jetzt gut gegen böse. Ihr habt ein maximales Budget, also nutzt alles, was zur Verfügung steht. Jonas, du bist böse. Darf ich dich überhaupt noch anschauen, wenn du böse bist? Nein. Luna, du spielst gut. Wie schätzt du deine Siegeschancen ein? Ey, keine Ahnung. Ich habe dieses Game noch nie gespielt. Ich habe keinen Plan. Ich mach random und dann gucke ich. Aber du führst 2:0. Ja. Mathe. Geil. Okay, ich glaube, Luna macht das gar nicht so dumm, aber sie wird
vielleicht ein paar Probleme mit diesen 30 Units bekommen, die gecapped sind. Mal schauen, wie dieser Kampf jetzt ausgehen wird. Also, mein Team steht. Was sagst du zu meinem Layout? Das gewinnt, oder? Also, ich finde das sehr stark. Es ist 1A, es ist top, es ist wunderbärlichstens. Ich habe noch nie sowas Schönes gesehen. Ich auch nicht. Ich war die ganze Zeit reingezoomt. Okay, es tut mir leid, ich muss nochmal neu aufbauen. Warte. Codierung. Jetzt kannst du machen. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Digga. Okay, Spieler, gut gegen böse. Startet in 3, 2, 1. Los geht's! Digga, was hast du denn da für Elefanten, Folge? Junge? Ja, Digga, meine geweihten Elefanten. Junge, was ist das denn? Warum fallen da Hammer auf mich? Das ist der rechtschaffende Paladin. Der soll mal tot sein. What the fuck? What the fuck? Der Zeitmagier. Doch, Digga, was geht denn hier ab? Ja! Let's go! Ich bin einfach Profi in dem Game. Ich sollte einfach E-Sportler werden. Also das ist jetzt schon der dritte Punkt für Luna. Ich glaube, Jonas muss sich mal ein bisschen anstrengen, dass es hier nicht so einseitig aussieht. Ich weiß, das war mega. Irgendwas funktioniert ja nicht. Irgendwie läuft das nicht so. Okay, Jonas und Luna. Wir spielen jetzt Dynastie mit 12.000 Gold. 12.000? Ja. Hölle, kommst du auf 12.000? Machen wir eher 6.000. Warum? Jonas, warum hast du das gesagt? Sag doch nichts! Mehr! Ich brauch Geld! 8.000? 8.000. Das bin ich ganz schön knapp bei Kasse. Warum haben die Staaten, in denen wir hier arbeiten, eigentlich immer so wenig Geld? Ja, eben. Ich wollte auch gerade sagen, also hätten die ja jetzt schon auch mal ein bisschen was nachlegen können, oder? Jetzt regen die sich auf, dass die so wenig Geld haben. Sollten wir auf nächste Runde abwarten, was da auf sie zukommt. Okay. Wie viele Units hast du? Ich habe jetzt 10 Units. Du? Ich habe 16. Wie viel Gold hast du? Holy fuck, ich habe 110 noch. Okay, ich habe nur 10. Ich bin ready. Bist du ready? Meine Truppen ja, ich mental nein. Du mental nein. Ah ja, Drachen, ich sehe Drachen. I like Drachen. Oho. Warum brutzelt deiner so viel? Was macht mein Drache? Warum stirbt der einfach nur? Ich habe einen Samurai davor. Tyrell Schaden hat dir irgendwie ein bisschen reingehauen. Oh, was macht der Drache da? Was macht mein Drache da? Er hat einfach neue Fight-Technik entwickelt, Mann. Junge, Jump and Fight. Hat einfach... No, der Bogenschütze. Was, nein, was der Drache lebt noch. Ach, da lebt noch ein kleiner... Chine. Hat er nicht gesagt. So, also. Herr John, hallo. Ey, Quatsch, Typen. Okay, Leute, wir haben noch ein finales Battle. Ich hab schon gewonnen. Hast du nicht? Das zählt 3 Punkte. Oh nein. Das ist voll unfair. Egal. Nö. Ja. Wir spielen ein wahres 1 gegen 1 der Cowboys. Jeder nur einen Cowboy, platziert ihn wo immer ihr wollt. Der da am Ende steht, bekommt 3 Punkte und gewinnt. Wo? Das hier wird mein Place to be. Also Jonas ist so unglaublich kreativ mit seinem Placement. Wo ist dein Spot? Bin am Überlegen zwischen hier und hier. Beides sehr, sehr gut. Oder hier. Das wäre auch interesting. Okay, das finale Battle startet in 3, 2, 1, let's go! Scheiß die Wand an! Nein! 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 Ich hab's nicht mal gesehen! Was ist passiert? Fass es nicht, dass das jetzt passiert ist. Das kann noch nicht passiert sein. Ich hab nicht mal gereiht, dass ich gewonnen hab. Der ist einfach da runtergefallen, Mann. Der ist einfach gestorben. Der ist Selbstmord vergangen. Ich hab dich gefragt, überlebt er das? Ist dein Typ gestorben? Ach so. Okay, Luna hat jetzt offiziell gewonnen, aber weil das natürlich langweilig ist, machen wir noch ein Showmatch für euch. Okay, bist du bereit für den offiziellen finalen Kampf? Im dichten Nebel des Wilden Westens, die Mainstraße des kleinen Dorfes in der Wüste entlang, trafen sich zwei Cowboys. Rachsüchtig wie sie waren, liefen sie weiter aufeinander zu. Dachten sich erst nichts Böses. Dann sah der eine die Waffe von dem anderen in der Hand. Der andere zog auch seine Waffe. Und sie erschießen sich gegenseitig. Ich hab es trotzdem gewonnen! Woo!
kann das nicht. Mein Kopf aimt einfach besser. Okay, Luna, du hast jetzt offiziell gewonnen. Das bedeutet, die nächsten 30 Sekunden im Video gehören dir. Loneliness is killing me, and I must confess, do believe, and I'm not, oh, Digga. I lose my mind, give me a sign, hit me baby one more time, oh baby, the reason I breathe is you. Oh boy, you got me blinded. No, baby, there's nothing that I wouldn't do. Wunderbar, wunderbar. Großartig.